tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Ramot vor. Ramot ist die Weiterentwicklung von Ignivor und hat wie dieses einen Käfer-Feuer-Typ, wodurch es eine Doppelschwäche gegen Gestein, eine Schwäche gegen Wasser und Flug, eine Resistenz gegen Eis, Kampf, Käfer, Stahl und Fee sowie eine Doppelresistenz gegen Pflanzenattacken hat. Ramots Basiswerte sind ziemlich hoch und vor allem in Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative richtig stark. Hinzu kommt ein ordentlicher KP-Wert. Lediglich die physischen Werte lassen ein wenig zu wünschen übrig. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und Initiative, mit einem mäßigen Wesen, um den Spezialangriff zu maximieren. Als Fähigkeit wählt man Flammenkörper, da diese bei Ramot aus irgendeinem Grund in ca. 90% der Fälle auslöst. Im Moveset nehmen wir Käfergebrumm, Feuerreigen, Gigasauger und Falterreigen. Käfergebrumm ist die primäre Step-Attacke und macht gerade bei Ramots enormen Spezialangriff eine Menge Schaden. Feuerreigen ist Ramots Signature-Move. Er ist nicht nur eine starke Feuerattacke, sondern hat auch eine 50%ige Chance, den Spezialangriff nach erfolgreichem Anwenden um eine Stufe zu steigern. Gigasauger gibt Coverage gegen Gestein- und Wasser-Pokémon und sorgt dafür, dass Ramot sich ein wenig heilen kann. Falterreigen ist ein Setup-Move, der Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative um jeweils eine Stufe erhöht. Als Item nutzt man wahlweise Überreste für ein wenig Heilung oder in Expertengriff für etwas mehr Schaden, wenn man effektiv trifft. Ramots Spielweise gestaltet sich ähnlich wie die von allen anderen Setup-Sweepern auch. Man wirft es in irgendwas rein, was Ramot nicht viel anhaben kann, boostet einen Falterreigen und fängt anschließend an zu sweepen. Mit 448 Init ist es nun nur noch sehr schwer einzuholen. Feuerreigen sorgt zusätzlich dafür, dass der sowieso schon viel zu hohe Spezialangriff noch weiter steigt und durch Ramots standardmäßig hohe Spezialverteidigung und den Boost vom Falterreigen ist es auch nur noch schwer mit speziellen Attacken zu besiegen. Physische Angreifer sind Ramots größeres Problem. Fiaro ist wohl Ramots größte Bedrohung, da ein Sturzflug für Ramot immer tödlich endet und Fiaro außerdem gegen alle von Ramots Attacken eine Resistenz hat. Da Ramot eine Doppelschwäche gegen Gestein hat, solltet ihr auch immer einen Spinner oder Defogger im Team haben, wenn ihr Ramot dabei habt, da Ramot sonst 50% Schaden von Tarnsteinen bekommt. Selbst Tarnsteine zu spielen schadet aber auch nicht, um eventuelle Robustheiten von gegnerischen Gestein-Pokémon zu brechen, die so Ramots Attacken überleben und es mit einer Gesteinattacke einfach umhauen können. Ansonsten könnt ihr mit einem Ramot im Team nicht wirklich viel falsch machen. Ein guter Switch-Partner für Ramot ist Empoleon, da es eine Resistenz gegen alle Attacken hat, die Ramot effektiv treffen. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Ramot und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.